Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin doch ein bisschen fassungslos, aber okay, die Redebeiträge der Koalitionsfraktion zeigen dann doch, dass die Debatte seitens der Koalitionsfraktion so unter dem Motto steht, niemand hat die Absicht, aber es steckt was anderes dahinter. Also sich hier hinzustellen und zu sagen, wir, die Regierungsfraktion, tragen nicht die Verantwortung für nichts, das ist schon eine Nebelkerze, lieber Kollege Schulte, die hier gezündet worden ist. Einigen wir uns darauf, wenn wir dieses Thema nicht heute auf die Tagesordnung gehoben hätten, würde es in zwei Jahren immer noch diesen unerledigten Fall im Rechtsausschuss geben. Ja, und das wird aber dem Anliegen des Datenschutzes nicht gerecht. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor über einem Jahr, also genauer gesagt am 25. April 2018, wollten die Fraktionen von CDU und SPD die Landesverfassung ändern und haben eine Neufassung von Artikel 37 der Landesverfassung vorgeschlagen. Wenn das alles nicht so wichtig gewesen wäre, hätte man ja vor einem Jahr darauf verzichten können. Aber man hat vor einem Jahr gemerkt, dass es dann mit der Zustimmung aus dem Hohen Haus heraus doch nicht so wird, wie man sich das gern gewünscht hätte, obwohl die Anzeichen dafür aus den Ausschüssen rechtzeitig vorlagen. Weil das Ganze so lange her ist, auch für die interessierte Öffentlichkeit, dann doch nochmal ein kurzer Rückblick. Artikel 37 regelt die Stellung und die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Hintergrund ist die Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die die völlige Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten einfordert. Das ist keine Idee der Linksfraktion, obwohl wir das sehr sympathisch finden. Die Koalition hatte daher in ihrem Gesetzentwurf die Voraussetzung für die Abberufung des Datenschutzbeauftragten etwas angehoben. Neben der bislang schon notwendigen Zweidrittelmehrheit des Landtages müssen auch schwere Verfehlungen des Datenschutzbeauftragten hinzukommen oder es müssen die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt sein. Gestrichen werden sollte auch ein Satz, nachdem der Datenschutzbeauftragte auf Anforderung des Landtages, des Petitionsausschusses der Landesregierung und von Amts wegen tätig wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wir wissen, scheiterten die Fraktionen von SPD und CDU damals mit ihrem Anliegen. Die notwendige Mehrheit zeichnete sich nicht ab, aus guten Gründen. Und das nicht erst auf der zweiten Lesung hier im Landtag. Meine Fraktion etwa hatte zwei klare Kritikpunkte. Zum einen reichen die bisherigen Formulierungen nicht aus, um der von der EU geforderten und auch tatsächlich notwendigen völligen Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten zu entsprechen. Hinzu kommen sollte aus unserer Sicht die Klarstellung, dass der Datenschutzbeauftragte eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde ist. Der Datenschutzbeauftragte hätte dann eine vergleichbare Stellung wie die des ebenso unabhängigen Landesrechnungshofes. Was dagegen spricht, ist auch in den heutigen Redebeiträgen, vor allen Dingen des Kollegen Renz, nicht deutlich geworden. Wir sind davon überzeugt, dass unser Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, am besten die geforderte völlige Unabhängigkeit widerspiegelt. In der Verfassung sollte auch zum Ausdruck kommen, dass der Datenschutzbeauftragte auch für die Durchsetzung des Rechts auf Informationsfreiheit zuständig ist. Dieses Recht ist für die demokratische Meinungs- und Willensbildung wichtig und wird Tag für Tag noch wichtiger. Beim freien Informationszugang geht es im Kern auch um Bürgerinnenrechte. Es ist daher an der Zeit, es in der Landesverfassung ausdrücklich aufzunehmen, damit auch unsere Landesverfassung eine moderne Landesverfassung ist. Auch hier haben wir einen konkreten Vorschlag vorgelegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn es keinen unmittelbaren Bezug zum Verfassungstext hat, hatten wir in diesem Zusammenhang dennoch die unbefriedigende Personalausstattung des Datenschutzbeauftragten angemahnt. Aber hier zeichnet sich ja vielleicht Besserung in der bevorstehenden Haushaltsdebatte ab. Ich befürchte aber allerdings eher nicht. Denn was nützt das beste Recht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es nur schleppend oder unbefriedigend umgesetzt werden kann? Alle anderen Bundesländer sind hier weiter und haben ihre Datenschutzbeauftragten entsprechend besser ausgestattet. Mecklenburg-Vorpommern hat nicht nur diesbezüglich die rote Laterne. Meine Fraktion hat daher die klare Erwartung, dass die anstehenden Haushaltsberatungen dazu führen werden, den Personalbestand auf das erforderliche Maß aufzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden sich sicherlich erinnern, denn es stammt aus Ihrer Feder. Am 25.04.2018 wollten die Fraktionen der SPD und CDU also ihren Gesetzentwurf beschließen. Durch eine clevere Anwendung der Geschäftsordnung wurde die Abstimmungsniederlage abgewendet bzw. hinausgezögert. Meine Kollegen von der SPD beantragten damals eine dritte Lesung. Das passiert so gut wie nie, aber die Koalition hätte noch Beratungsbedarf gehabt, hieß es zur Begründung. Ich habe mehrfach im Rechtsausschuss nachgefragt, wie denn der Stand der Beratungen wäre.
Dass tatsächlich Beratungsbedarf bestand, glaubte wohl selbst mein Kollege der SPD-Fraktion damals nicht ganz so, aber egal, der Landtag forderte den Antrag. Die Koalition ist einer Blamage entgangen und wir haben dieser Überweisung, wurde diesem Antrag auch zugestimmt. Wir dachten uns, sollen sich doch SPD und CDU nochmal zusammensetzen und nach besseren Alternativen suchen. Herr Ritter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schulte? Gern. Bitte schön, Herr Schulte. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Kollege Ritter. Sie haben eben angeführt, moniert, dass einer Ihrer wesentlichen Punkte, die Sie dann auch mit Ihrem Änderungsantrag einbringen wollen in die Änderung der Landesverfassung ist, dass aus dem Datenschutz, Landesdatenschutzbeauftragte auch der Datenschutzbeauftragte für Datenschutzinformationsfreiheit ist. Herr Kollege Ritter, ist Ihnen bekannt, dass nach § 14 des Informationsfreiheitsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz bereits heute der zuständige Landesbeauftragte für Informationsfreiheit ist, sodass auch der Punkt, den Sie ja ansprechen, schon gesetzlich geregelt ist? Lieber Kollege Schulte, das ist mir bekannt, denn ich selbst habe damals dafür gesorgt, dass es einen Beauftragten für Informationsfreiheit in diesem Land gibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß aber nicht, um zu dem Vorgang zurückzukommen, mit dem sich SPD und CDU versucht haben, nach besseren Alternativen zu suchen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich war schon damals auf die Erkenntnisse der Koalition gespannt. Und wir wissen doch alle aus dem Erlebten der letzten Jahre, wie trauensvoll, respektvoll und harmonisch SPD und CDU so miteinander zusammenarbeiten. Insofern immer konnte man gespannt sein auf die Ergebnisse dieser Beratung des Abstimmungsprozesses, der bis zum Vorliegen unseres Änderungsantrages öffentlich angedauert hat und man nun zu der Erkenntnis gekommen ist, das, was die Linke als Lösung vorschlägt, taugt nichts. Wir bringen unsere alten Vorschläge wieder ein, in dem Wissen, dass sie auch keine Zustimmung findet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit ein kurzer Rückblick. Heute, über 400 Tage später, dürften also SPD und CDU lange genug vertrauensvoll, respektvoll und harmonisch beraten haben. Was ist nun dabei rausgekommen? Wenn man die Redebeitrag der Koalitionäre hier nochmal Revue passieren lässt, scheinbar nichts. Meine Fraktion will aber endlich Taten sehen. Wir haben daher Nägel mit Köpfen gemacht und wurden selbst aktiv und legen dem Parlament heute einen konkreten Änderungsantrag vor. Denn das tatenlose Beobachten der Schockstarre der Koalition ist nicht so sehr unser Ding. Wir wollen an dieser Stelle der Koalition helfen, am Leben zu bleiben. Und wie geht die Geschichte heute aus, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wenn SPD und CDU zustimmen, haben wir einen schönen Verfassungstext. Spät, aber nicht zu spät, aber die Erwartungshaltung unseres Landesdatenschutzes aufnehmend. Wenn nicht, hat der Spuk des verunfallten Gesetzentwurfs der Koalition endlich ein Ende. Es bliebe beim alten Verfassungstext und die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt ohnehin, auch wenn das eine oder andere Ressort der Landesregierung das noch nicht so richtig begriffen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wäre alles irgendwie widersprüchlich und unschön, aber irgendwie passend zum Zustand unserer Koalition. Herzlichen Dank.